Girl to Guerilla. Das Theaterkollektiv aus Berlin präsentiert G2G TV. Es war das Jahr 2019. Ich lebte damals in der Freien Republik Landsberg und stellte Pässe aus für das Ministerium für Untergrund. Und ich erinnere mich noch, als ob es gestern gewesen wäre, an den großen Schweinekrieg im Jahre 1660 in der Freien Republik Landsberg. Das Jahr war aber auch gleichzeitig das Jahr 2019. Schauen wir doch mal rein, wie sich das zugetragen hat. Ich habe meine Memoiren dabei. Der Schweinekrieg. Zu einer Zeit, da alles ringsum endlich einmal in guten Frieden lebte. So, guten Tag. Wir sind gerade hier in einem ganz besonderen archäologischen Projekt. Und zwar sind wir am Ella 54, in der Landsberger Allee 54 in Berlin. Mein Name ist Messerschmidt. Ich bin der von der UN. UN, United Nothing. Wir haben hier das Projekt quasi eine untergegangene freie Republik uns anzuschauen, die nur noch in Ruinen und Überresten vorhanden ist. Und und das wollen wir heute machen. Das ist mein Kollege Angelo Neumann. Vielleicht möchtest du auch kurz noch ein paar Worte sagen. Ja, ich bin Angelo Neumann. Ich bin vor allem auch Spezialist für archäologische Stadttouren. Und deswegen wurde ich heute auch gefragt, hey, komm mal mit, zeig uns mal das. Und da habe ich natürlich gesagt, ja klar. Darum kümmere ich mich ja die ganze Zeit und besonders wenn die UN anruft, dann gehen wir da besonders gerne mal tiefer rein. Auch zu dieser Immobilie gibt es auch ein bisschen was zu sagen. Wir können gleich mal damit anfangen. 7 Jahre Leerstand, 7 verschiedene Eigentümer, so kann es ja wohl nicht weitergehen. Also gehen wir erstmal nach hinten, ja? Wenn man Sad Faces macht, geht es mal einmal so an ihm vorbei, traurig und in sie rumkreisen. Wir haben hier ja eine Schautafel, um auf die vergangene untergegangene Republik hinzuweisen. Diese Schautafel dort, die zeigt das Innere dieses Gebäudes, so wie es jetzt zuletzt war. Das heißt mit Schlafräumen, mit einem großen Saal, in dem eine Installation hängt. Ja, diese Schautafel ist auch so der erste Punkt von unserer kleinen archäologischen Tour hier heute. Mein Name ist Angelo Neumann, ich bin von dem Bund Deutscher PfadfinderInnen. Ansonsten studiere ich Befreiungstheologie und heute sind wir dabei, quasi einen Ort zu beobachten, wo jetzt jüngst Ruine entstanden ist, wo letztens noch das Leben blühte. Die Innenräume? Ne? Wir haben hier die Innenräume des Gebäudes und zwar sind hier unten im unteren Bereich Schlafräume, die zur Verfügung stehen für Künstler, Obdachlose, verschiedene Leute, je nachdem, wer da möchte. Da weiter oben sehen wir die Installation von Silas Perry in der Halle, in der großen Trinkhalle, das Theater sozusagen, das Theatrum. Und weiter oben sehen wir Außenaufnahmen von der Trinkhalle sowie vom Ministerium für Untergrund. Das Ministerium für Untergrund oder beziehungsweise das, was vom Ministerium für Untergrund über ist, das werden wir gleich noch besichtigen in unserer archäologischen Ausgrabung. Wir werden Partikel sammeln, um sie zu analysieren. Wir haben auch ein bisschen Ausrüstung mit, haben uns auch vorbereitet hier heute und dann geht das ganz zack. Ja. Vielleicht kann man noch ganz kurz darauf hinweisen, dass natürlich auch der Kapitalismus versucht, diese Zusammenhänge zu kontextualisieren. Nämlich hier zum Beispiel sehen wir Szene, Wohnung ohne Miettheater direkt an diesem Gebäude. Ein zynischer Kommentar des Kapitals auf
die Aktion bzw. auf ja, die untergegangene Republik Landsberg. Kapitalistische Patina auf ja, gemeinnützigen Ruinen oder sowas. Na, dann gehen wir mal weiter. Dies war ein kleines Gebäude am Rande der Republik Landsberg, wo die Passkontrolle stattfand. Die Backsteine, die hier aufgeschichtet wurden, zu einem Gebäude von dem allseits beliebten Künstler Zweck, der jetzt, und das Gebäude ist jetzt zum Einsturz gebracht worden. Dort sieht man eine Rose, die zur Trauer da niedergelegt wurde. Man sieht hier klare Bruchkanten. Es ist offenbar mit einem Hammer oder schwerem Gerät gearbeitet worden, um das wirklich massive Gebäude zum Einsturz zu bringen. So ein Ministerium für Untergrund fällt nicht einfach so um. Sie hatten Mühe, sich durch die Menge, die vor dem Haus zusammengeströmt war, einen Weg zu bahnen. Was eben noch hart war, zerbröckelt jetzt einfach ganz, ganz leicht. Ja, ganz, ganz leicht. Ja. Können wir es wagen? Wir können es heute wagen. Wir sind ja auch ein bisschen vorbereitet. Und ich würde sagen, wir gehen einfach ein bisschen tiefer rein. Man sieht ganz klar eine deutliche Verdichtung in den oberen Erdschichten. Hier wurde vielleicht sogar getanzt, Rituale abgehalten. Das ist ganz deutlich. Man sieht ganz fest die oberen Erdschichten, die sind verdichtet durch Aufbauten, durch Leute, die darauf gelaufen sind, durch Leute, die hier gelebt haben. Es stand etwas, es könnte ein Zelt gewesen sein, es könnte ein Haus gewesen sein. Ich glaube, jetzt ist auch schon mal an der Reihe, ein paar Proben zu nehmen. Ja. Ich habe hier einen Beutel mit dabei. Also extra für solche Expeditionen. Ja. Das erkennt man hier an dem Fachmaterial. Ja. Reissichere Ideologie. Ja, okay. Und den kann man dann benutzen. Und zwar gibt es ja hier so Materialien, die auf jeden Fall ortsfremd ist. Das heißt, sie müssen hier von weit her hergebracht worden sein. Also dieses Holz wächst zum Beispiel hier im näheren Umkreis nicht. Mhm. Sehen, also Holz mit leichtem Rotstich. Und genauso wie das erkennt man auch sofort. Also diesen Blick, den kann man schulen. Das ist jetzt nichts. Nicht, dass sie sich jetzt wundern, irgendwie, okay, wie machen die das? Das wird zum Beispiel oft genutzt, auch als Isolation, wenn man mal draußen pennen muss. Zum Beispiel kann man dann hier dran erkennen, das könnte jetzt zum Beispiel darauf hinweisen, okay, hier war auch ein Schlafplatz, hier war vielleicht auch eine Stätte. Oder es hat auch einfach nur ein Biertisch gewackelt. Also keine voreiligen Schlüsse erstmal ziehen, aber wir werden das erstmal mitnehmen und gucken, wie wir das verwerten können. Ein großer Balken, wahrscheinlich eventuell Teil der ehemaligen Dachkonstruktion des Ministeriums für Untergrund. Ja, leicht bitterer Geschmack. Hier, das ist jetzt besonders spannend. Also hier sehen wir jetzt wirklich was Gebautes. Das ist auch zum ersten Mal. Also außer die Ruine, aber jetzt sehen wir hier, okay, es konnte auch mit Holz gebaut werden. Und hier wurde wirklich was gebaut. Eine Art Stele. Vielleicht auch mal Teil von einer größeren Konstruktion. Gut, vielleicht versuchen wir mal noch tiefer einzudringen. Haben wir hier Steine, Backsteine, aber auch auf jeden Fall auch Stacheln. Ja. Was haben wir hier? Dieses nachträgliche hier Grünzeug drüberlegen, ein toten Baum. Die Frage ist, wo der Baum jetzt extra dafür gefällt. Können wir auch noch mal rausfinden, dabei dient einfach ganz klar der Vertuschung von den alten Wegen, die hier genutzt wurden. Man sieht hier, ein Bauzaun ist hier gestellt worden, wo das ehemalige Portal war. Man sieht wieder einen Balken, der Teil der Konstruktion, der Dachkonstruktion des Ministeriums war. Ja, das heißt, wir kommen jetzt hier leider nicht direkt durch. Man muss schauen. Weil ursprünglich ist es natürlich so, dass dieses Gebäude, was man da im Hintergrund sieht, das ist natürlich das eigentliche Kernobjekt, um das es geht. Das ist eher so ein Präludium. Ja. Ja. Okay. Ja, willkommen zurück auf unserer kleinen Tour. Wir haben uns jetzt auch eben überlegt, es muss noch mal ein bisschen Input gebracht werden. Ja.
So, ja, dann jetzt hier. Oh ja, ich, Angelo, ja? Nicht einfach vorbeigehen. Wir haben hier ein Artefakt gefunden. Oh. Und zwar dies offensichtlich eine primitive Wasserleitinstallation. Wahrscheinlich zu rituellen Zwecken. In den Dachbereich des Gebäudes hinein. Gehen wir vielleicht weiter hier. Man sieht hier so eine Art Zaunkonstruktion. Wir kommen hier durch und landen auf einem großen Platz. Es ist ein Echo zu hören auf diesem großen Platz. Platz, Platz, Platz. Anscheinend auch ein Lichtecho, weil ich sehe Blaulicht. Kann man ganz klar in dieser Form hier erkennen. Man kann hier prima drunter sitzen. Hier sehen wir wiederum, oh, das Licht ist ausgegangen. Ah, interessant. So, hier sehen wir auch Überreste des Daches, des ehemaligen Daches vom Ministerium für Untergrund, die hier offensichtlich abgelegt wurden als Mahnmal. Und da hinten sehen wir die Tür, der Eingang zum Gebäude. Ja. Ich fand es ganz interessant, dass du vorhin zu sprechen gekommen bist auf diese 7 Jahre, die das Gebäude quasi leer gestanden hat ohne Nutzerschaft, weil das Interessante auch immer wieder an diesem Holz ist, man findet ebenso viele Sorten von Holzwürmern. 7 Sorten Holzwürmer sind in diesem Holz. Ich glaube da nicht an Zufälle. Ja, das ist diese Zahl 7. Damit hatte ich auch schon oft zu tun bei meinen Führungen und generell bei auch den Überlegungen, die ich in der Befreiungstheologie tätige. 7 Jahre, 7 Eigentümer, das hat was zu bedeuten und es heißt eigentlich ganz genau, jetzt ist Zeit für eine selbstbestimmte Umnutzung und eine mindestens 7000 Jahre haltende Freie Republik Landsberg. Weniger als 7000 Jahre Freie Republik Landsberg hier zum Entstehen. 7000 Jahre. 7000 Jahre. Sieben Jahre Freie Republik Landsberg. 7000 Jahre Freie Republik Landsberg, darauf trinken wir. Okay, lass mal laufen. Dann machen wir gleich nochmal und dann mal von da. Naja, naja. Spannend. Ja, jetzt mal umschwenken, wa? Ja, ja, jetzt mal umschwenken. Irgendwie diese Backsteine, die hier verbaut wurden, das hat uns ein Experte bestätigt, sind aus Brandenburg. Ist es wahr, dass sich der Name Brandenburg auf diese Brennöfen bezieht, davon ableitet? Letztendlich ist es wohl wahr. Ja, es hat auch wieder was mit Wasser zu tun. Mindestens für 3, für 4, für 5, für 7000 Menschen und ein großes Theater. Auf 7000 Jahre Freie Republik Landsberg. Auf 7000 Jahre Freie Republik Landsberg. Ah, das fühlt sich gut an. Kann es sein, dass Regen kommt? Vielleicht sollten wir noch etwas tanzen.
kein Außen. Man kann gar nicht raus. Es gibt gar kein Außen. Man will eigentlich aus der man Szene Man will aus raus. Dem Bild, aber es ist... Man will aus der Szene raus, aber es gibt halt einfach kein Außen. Das ist das Problem eigentlich. Also es ist eigentlich ein ganz zeitgenössisches Problem. Man versucht irgendwie eigentlich, also entweder man versucht quasi Bilder zu generieren in der Öffentlichkeit, die eigentlich gar keine mehr ist, weil sie halt eigentlich in eine Richtung bloß läuft und nicht in beide Richtungen. Also es ist quasi Sender-Empfänger, das Verhältnis ist aufgehoben. Und deswegen haben wir ein Problem. Wir versuchen eigentlich quasi irgendwie eine Szene zu bauen, in der wir ganz klar erstmal Emotionen erwecken, dann versuchen ins Außen zu gehen und das Außen funktioniert nicht, weil es es nicht gibt. Also das ist zum Beispiel so, also früher gab es ja ein Außen, also ich glaube es gab mal ein Außen. Ja. Oder? Also ja, früher konnte ich noch weg, aber ich glaube, dass man weg kann, das wird immer weniger, weil sich auch der Gürtel der Probleme immer enger schnallt und somit quasi das Außen überhaupt nicht mehr möglich ist, außer es wird halt zum Innen. Also wenn dein Außen zu einem Innen wird, das heißt, du sperrst dich irgendwo ein, also gehst quasi wirklich nach innen und dann kannst du quasi außen sein, also außen vom anderen. Aber ansonsten, also so das klassische Außen mit Außen, das gibt es nicht mehr. Man fährt irgendwo hin und ist wieder mittendrin, man ist nicht mehr draußen. Und es ist irgendwie verdreht, also es ist irgendwie in dem Sinne verdreht, genauso wie das jetzt mit diesem Gebäude ist. Wir sprechen eigentlich über das Gebäude, wir sind quasi gedanklich in dem Gebäude, wir wollen dort rein, aber wir sind halt eben außen. Ja. Und das ist halt einfach ein Produkt eines modernen Polizeistaates. Nicht. Also ich sehe keine Öffentlichkeit. Action. Ja, also was eigentlich ziemlich interessant ist, ist zum Beispiel hier diese Tafel, die ist völlig unnütz. Das ist, glaube ich, die unnützeste Werbetafel, die man finden kann in ganz Berlin. Ja. Ich finde es ganz große Scheiße, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Weißt du, diese Gesellschaft, in der wir uns befinden, mangelt es ganz, ganz stark an Utopien irgendwie. Und die Freie Republik Landsberg ist eine solche Utopie. Und sobald so etwas entsteht als Idee und vielleicht als Ort sich einen kleinen Raum nimmt, sofort wird es zerstört. Das finde ich schade. Kannst du es nochmal in die Kamera? Kannst du es nochmal in die Kamera sagen? Also was ich wirklich scheiße finde und was mich ärgert, ist, dass quasi diese Gesellschaft, in der wir uns befinden, der mangelt es ganz stark an Utopien. Und sobald so eine Utopie entsteht, zum Beispiel in Form dieser Freien Republik Landsberg vor dem LA 54 in der Landsberger Allee, und sich vielleicht ein bisschen zu viel Raum nimmt oder vielleicht überhaupt ein bisschen Raum nimmt, dann scheitert es, dann wird es zerstört. Wird es zerstört von diesem Staat, von diesem System, das eigentlich auch gar nichts mit diesem Ort anzufangen weiß. Deswegen steht es ja leer. Das ist das Problem. Irgendwie Utopien werden unterwandert, damit eigentlich nur das restaurativ weiter besteht, was eh schon besteht. Das ist die CDU. So sieht es aus. Ja, das war unsere kleine Führung heute Abend durch das Gelände. Ja. Ich hoffe, ihr hattet auch viele informative Momente. Freude kann man ja leider nicht sagen. Ich muss sagen, ich bin ganz ernsthaft auch traurig. Oh.
jetzt hier. Aber nicht erlaubt da. Zweit auf dem Roller, ne? Zweit auf dem Roller. Da ist schon einiges passiert. Zorn und heftige Entrüstung bei vornehm und gering Erregte, denn wer mag sich den Bissen vom Mund wegschnappen lassen, wer? Und zumal waren es die Knochenhauer, welche unablässig dem Rat in den Ohren lagen im Jahre 1503, dass er solch himmelschreiendes Unrecht im Jahre 2019 nicht dulden und veranstalten möge, dass der Schaden gebessert werde. Der Rat schickte also flugs mehrere hundert Mann rein, und Kriegsknechte widerrechtlich ohne den dazugehörigen richterlichen Beschluss mit Spießen und Büchsen in den Landsbergwald, wo sie einige Dörfer besetzten und auf Landsberg zu marschieren drohten und es auch getan haben, später dann im Jahre 548 vor Christus, wenn nicht gütliche Beilegung der Sache erfolgte. Das half. Der Herzog erkannte der Landsberger Gerechtsame an und gab von dem gefangenen Vieh, so viel dessen noch lebendig war, heraus. Господи, крр, хм,